Gewirrplay, The Pain Squeak Killings, das nächste Rätselspiel auf meinem Kanal. Es ist diesmal ein etwas anderes Rätselspiel als die bisherigen, also Quern und The Eyes of Ara waren sich ja recht ähnlich. Bei Xing war die Handlung auch ein bisschen rätselhaft, sehr rätselhaft, um genau zu sein. Und jetzt habe ich mir mal ein Rätselspiel rausgesucht, das ist im Gewande eines Kriminalfalls. Und der Kriminalfall heißt die Pain Squeak Killings oder The Pain Squeak Killings. Stammt vom kleinen Indie-Entwickler EQ Studios und ist erschienen im Jahr 2017. Ja, im Hintergrund läuft so ein bisschen das Menü durch. Und für diejenigen, die besonders feine Ohren haben, wird schon klar gewesen sein, dass ich jetzt ein bisschen anders klinge heute hier in dieser Aufnahme. Das liegt daran, dass ich weiter weg bin vom Mikrofon. Und das liegt daran, dass ich hier jemanden neben mir sitzen habe, der mich bei diesem Projekt begleiten wird. Und zwar sitzt neben mir Jonathan. Sag mal hallo. Hallo. Jonathan ist Jonathan. Und er ist Amerikaner. Und das wird sehr helfen, denn das Spiel ist komplett auf Englisch. Nur auf Englisch. Eine deutsche Sprachversion gibt's nicht und wird es wohl auch nie geben. Und worum geht's eigentlich überhaupt? Ich weiß wenig von dem Spiel, ich kann es wenig dazu sagen, weil ich mich noch nicht gespoilert habe. Ich war nur einmal kurz drin und habe grob die Handlung verstanden. Es gibt ein Dorf, das heißt, glaube ich, Pain Squeak. In dem gab es einige Mordfälle, die sind einige Jahre her. Das Dorf ist verlassen worden und jetzt ist ein Journalist damit beauftragt oder ja, will herausfinden, die letzte Chance haben, die Morde aufzuklären, denn das Dorf steht kurz vorm Abriss, da soll was Neues gebaut werden, die Bagger rollen quasi schon an und der Journalist irgendeiner ordentlichen Zeitung nimmt sich jetzt nochmal dieses Dorf vor, dieses komplett verlassene Dorf, um noch einmal zu schauen, ob es irgendwo Hinweise gibt auf das, was da geschehen ist vor 10 Jahren und wer möglicherweise der Mörder ist. Und das Spiel ist so gestaltet, dass es sehr offen und sehr frei ist. Es gibt keine lineare Handlung, ich kann mich da bewegen, wie ich will. Und es geht halt darum, Dinge zu besuchen, Dinge zu finden, ein paar Rätsel zu lösen, Türen zu öffnen, Dokumente zu studieren und Theorien aufzustellen, wer der Mörder sein könnte. Und wann immer man der Meinung ist, dass man weiß, wer der Mörder ist, kann man das Spiel beenden. Das Spiel hat also so gesehen gar kein richtiges Ende. Das Spiel ist dann zu Ende, wenn man sich als Journalist wieder ins Auto setzt und das Dorf verlässt. Und wenn man das tut, dann muss man sagen, meiner Ansicht nach ist der Mörder irgendwer. Und man hat außerdem die Aufgabe, ein Bild von diesem Mörder auch noch zu finden. Und dann liegt man entweder richtig oder falsch. Und da ich unbedingt richtig liegen möchte, habe ich Jonathan neben mir, der mir helfen wird, diese ganzen englischen Sachen richtig einzuordnen. Und 4 Augen sehen mehr als 2 und 2 Gehirne denken besser als 1. Und damit habe ich jetzt genug geschwatzt. Natürlich bin ich auch begierig darauf, von euch, meine lieben Gewirrlinge, was zu hören, nämlich wie ihr das Spiel findet. Ich habe so etwas noch nicht gespielt. Ich habe, wie gesagt, auch kurz reingeschaut, um zu schauen, ob die Aufnahme passt. Ansonsten habe ich nichts von dem Spiel gesehen. Ich habe keine Ahnung, was da mich erwartet. Ein letzter Hinweis noch. Es ist kein Horrorspiel, hat aber dann und wann so ein paar gruselige Szenen. Das liegt aber auch einfach an dem Setting, dass das halt so ein verlassenes Dorf ist. Das bringt das irgendwie automatisch mit sich. Also, wenn jetzt Kinder am Bildschirm sind, dann abschalten. Nein. So, wir legen einfach mal los. Learning by Doing. New Game. So. Ein neues Spiel wird das, was ich mal angefangen habe, also da ich wohl rumgetapst bin, löschen. So, das ist völlig okay. Und jetzt gucken wir mal, was da so passiert. Das ist mein erstes Let's Play Together quasi. Also physically together. So. This game seeks to emulate to a certain degree the experience of a real-life investigation. There are neither helpful quest markers nor any form of hand-holding throughout the game. You have to search each location well, gather scattered hints and clues, read found contents carefully and use your power of observation to proceed in the game. We recommend taking your own notes and make full use of the in-game camera. Ja. Jetzt erstmal das Intro abwarten.
Hey, Janet. So the chief has entrusted you with my assignment, hey? I hope it didn't interfere with your weekend plans. Anyway, he told me to call you and fill you in on it. You remember the murder that happened a few years back that was never solved? The one at Payne's Creek where the ex-mayor's wife was killed? Well, the property's being auctioned off soon, so we don't have much time to dig up anything that's relevant to the case. So, see what you can find. Hopefully it'll be something worth publishing. Anyway, take care. I'll see you on Monday. Bye. So, da sind wir. Also, da war gerade der Untertitel von dem Intro jetzt nicht so richtig zu sehen. Das ist wohl ein Bug beim Spiel. Was wurde gesagt? Da war der Anruf vom Chef, vom Boss dieser Journalistin. Es ist die Journalistin, keine Ahnung, wie sie heißt. Die hat den Anruf von ihrem Chef bekommen, dass sie sich das nochmal anschauen soll, wegen dieser Morde. Im Grunde genommen wurde gerade das erzählt, was ich vorhin erzählt habe, was die Hintergrundgeschichte ist. Und was ich vorher vorgelesen habe, war nochmal die Ermahnung: Achtung, hier gibt es kein Handholding in dem ganzen Spiel. Beweg dich frei, es gibt keine Questmarker, es wird nichts hervorgehoben. Mach, was du willst und finde heraus, wer der Mörder ist. Und hier haben wir das erste Dokument. Das ist eine E-Mail offensichtlich oder eine ausgedruckte E-Mail oder was auch immer. Da steht August 1993. In 1995, Vivian Roberts, a successful businesswoman and wife of an ex-mayor, was murdered outside her home. Also 1995 ist die Geschäftsfrau und Ehefrau des ehemaligen Bürgermeisters außerhalb ihres Hauses ermordet worden. The case was never solved and the killer never found. Dieser Fall ist niemals gelöst worden und der Mörder läuft immer noch frei herum. It was rumored that someone hired a private investigator to find out more about Vivian's death. Es gibt Gerüchte darüber, dass irgendjemand einen Privatdetektiv angeheuert hat, um etwas mehr über Vivians Tod herauszufinden. Unfortunately, there were no news pertaining to the investigation. Aber es hat alles irgendwie auch nichts gefruchtet. Ja. Last week we received the news that Payne's Creek will be auctioned off soon. We would like to revisit the case one last time and find out the following. Also, letzte Woche wurde bekannt, dass diese ganze Liegenschaft, dieses ganze Dorf verkauft werden soll. Dann wird es abgerissen. Jetzt hat man also die letzte Gelegenheit, nochmal sich das Dorf anzuschauen. Und es gibt drei Fragen, die man beantworten muss. Das ist das Ziel des Spiels. Erstens, who killed Vivian Roberts? Also, wer ist der Mörder? What was the motive? Warum? Und drittens, what was the murder weapon? Was war die Mordwaffe? Und dann gibt es ein viertes Ziel, nämlich, das ist dann rot umkringelt. Please submit your findings and a font page photograph for your story to be published. Also man braucht auch noch irgendein Bild. Und da man den Mörder wahrscheinlich nicht treffen wird, nehme ich an, man findet verschiedene Bilder von verschiedenen Personen und irgendwann identifiziert man halt eine davon als Mörder und dann nimmt man dieses Bild halt mit. Das ist das Ziel des Spiels. Nun nochmal, don't forget to bring the camera. The camera ist sehr wichtig, damit kann man nämlich in-game Sachen fotografieren und sich Notizen machen. Und Richard Harris ist ja offenbar der Oberjournalist und ist der Boss von der Figur, die man hier spielt. Jonathan, stimmt das alles? Mhm. Okay. Ja. So. Jetzt haben wir hier ein bisschen Intro. Also, das Spiel beginnt hier. Das ist das hübsche Auto, mit dem man hier angekommen ist. Es ist es sieht aus wie ein uralter Fiat. Es ist vielleicht auch nicht. Als Journalist kann man sich offenbar keine besseren Autos leisten. Und es ist auch noch schmutzig. Naja, es hat kein Nummernschild. Okay. Und das hier ist das Ende vom Spiel, dieses Auto. Also man startet am Ende vom Spiel. Ich kann es hier nämlich sagen, do you want to leave Payne's Creek now? The game will proceed to the ending. Das will ich nicht. Also wenn ich das mache, dann fahre ich weg, dann ist das Spiel zu Ende. Und wann ich das tue, das ist halt meine eigene Entscheidung. Wenn ich halt glaube, es herausgefunden zu haben, dann fährt man da lang und dann war's das. Und dann muss man aber auch sagen, wer da Mörder war und so weiter und so fort, die Theorie aufstellen.
So, welcome to Painscreep, Population Zero. Das ist, in Amerika hat man das oft, dass die Orte, dass da die Bevölkerung dasteht, oder? Ja, ja, klar. Ja, weil in Deutschland haben wir das nicht. Ah. Da fährt man in ein Dorf rein und weiß nicht, wie viele Einwohner das hat. Ah ja, in den USA. Aber in Amerika ist das, glaube ich, öfters mal, sieht man in Filmen, glaube ich. Ja, ja. Und auch, also ich war in der Türkei, das ist auch so dumm. Okay. Also, okay, also für uns in Deutschland unüblich, in Amerika aber verbreitet. Mhm. So. There is something posted. Also im Moment kriege ich noch so ein paar Hinweise von wegen, hier, Achtung, guck dich das, also guck dich um. Aber hier, wenn ich dann da reingehe, also da ist dann das Dorf, das ist verlassen, das ist Payne Street. Ab dann gibt es, glaube ich, solche Hinweise nicht mehr. Hier ist so eine Art Sheriff's Office. Mhm. One Black Pine Road, Payne Street County. Sheriff. Ja. Note. Hold right mouse to zoom in. Press C to access camera. Cemetery Gate, padlock 1131. Das ist offenbar die Kombination für ein Schloss am Friedhofstor. Ja. Kamera. So hold right mouse to zoom in. Press left mouse to take photo. Ich mach das mal. So. The camera is useful for capturing anything important. Was soll ich jetzt gerade drücken? Hast du es gesehen? Mal, Map, Inventory, Journal, glaube ich. Oder Fotos, P. Aha, okay, hier. Das ist das Foto, was ich gemacht habe. Journal gibt es auch. Da steht noch nichts drin. Inventory habe ich natürlich auch. Aha, wir spielen Janet Kelly. Ist sie nicht süß? Mein Journalist-ID. So, wir merken uns mal diese Nummer, die wird vielleicht wichtig. Nein. Also, Janet kann sich auch keine bessere Kamera leisten als die. Oh je, na gut, es funktioniert. Und das ist halt das Dokument, was wir am Anfang bekommen haben. Das ist unser eigener Kran, der wird uns jetzt, also der wird für die Aufklärung jetzt keine Hinweise bereithalten. Das ist nur, dass man weiß, wer man ist und was man machen soll. Ja, Janet Kelly. So sah ich das letzte Mal nicht aus, als ich in den Spiegel geschaut habe. Ich kann auch noch Sachen hier. Ach so, das ist interessant. Wenn ich irgendwas finde, da könnte auf der Rückseite was stehen. Left Mouse put it back. Jetzt bin ich gespannt, wie die Kamera von hinten aus. Ach, das geht gar nicht, schade. Und hier kann ich das Ding, das kann ich nicht drehen. Ich kann nur gewisse Sachen drehen. Okay, gut. Schade. Gut, weg. Auf geht's. Also, das habe ich fotografiert, das muss ich mir nicht merken. So, hier geht's vielleicht rein. Press left mouse to interact. Okay, jetzt kommt man hier rein. Da quietscht es. Sheriff's Office. Ist alles noch sehr, sehr sauber hier, finde ich, dafür, dass es verlassen ist und auch noch ungeplündert. Oh, hier wird's hell. Zwar nicht viel, ich weiß zwar nicht, wie das Licht sein soll, aber es hilft irgendwie. Wir machen es mal hell. Halt! Jetzt ist es hell, genau. Da kamen wir her, das hier ist. Irgendwie das anderes Licht. Ach, das ist das Licht hier drin, oder was? Ah, verstehe. Okay, das ist logisch. Das ist wieder ein Spiel, wo ich wieder suchen kann. Ich kann wieder Sachen suchen. Moment mal, ich kann glaube ich auch. Crouch. Left Control. Ah! Ich kann auch rumkriechen. Und in dieser Perspektive vielleicht Dinge sehen, die ich sonst nicht sehen würde. Das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Okay, ich kann da gar nicht von innen zu machen. Komm hier. Jetzt sind auch nicht mal das Licht aus. Es brummt auch zu laut. So, hier sind die Zellen. Aha, so. Hey, das lockt. Super. Bett. Das ist ein Kissen, glaube ich. Das ist ein Dokument, das ist ein Kissen. Waschbecken. Klo. Ich glaube, da muss ich gar nicht rein, oder? Da ist doch nichts, was ich brauche.
Was ist das? Die Toilette? What? Some switch lights don't work. Find another way to see better in the dark. Okay, yes, nicht kaputt. Ich sehe nicht wirklich viel. Klopapier ist noch da. Das ist tröstlich. Also Janet, wenn du mal musst, dann hier hin. Das geht hoffentlich. Wenn noch Wasser da ist. Was ist denn das? Ah, das ist mein Lichtersatz. Press F to store the item to inventory. Okay, ich habe eine Flashlight, eine Taschenlampe gefunden. Kann ich die sein? Wie geht das jetzt hier? Spin Crouch Kamera. Ich habe hier nebendran die Kontrollen. Flashlight ist L. Das ist irgendwie logisch. Ah! Jetzt gucken wir mal nach. Es ist sehr sauber hier. Es ist sehr, sehr sauber. Nix. Nix. Na gut, also hier wird jetzt nicht so viel sein. Das ist ja das Tutorial-Haus quasi. Das soll mir die Taschenlampe in die Hand geben. Deren Batterien erstaunlicherweise auch noch wirken. Das ist auch nicht sehr logisch, aber okay. Kann ich hier zuklappen? Kann ich hier spülen? Nein, schade. Nun gut, hier, das ist doch bestimmt interessant. Was ist das? Painscreak, das ist eine Karte. Wo bin ich denn? Ich bin jetzt da unten. Charis Outpost, das ist ein, das ist die Black Pine Road, das ist der Painscreak River. Hilze, das ist, glaube ich, vollkommen egal. Das ist das Dorf, das ist eine grobe Karte. Irgendwo gibt es einen Cemetery hier, dafür haben wir die, die Kombination schon gefunden. Es gibt ja also so eine Ring hier. Das ist alles von Häusern gesäumt. Ich bin schon mal reingelaufen in meiner Vorbereitung. Hier gibt es noch so ein paar andere Straßen. Das sind irgendwie so Sackgassen, wo so Wohnhäuser stehen, glaube ich. Und interessant ist das hier oben. Mayor's Mansion. Da hat der Bürgermeister gewohnt. Und ich nehme an, das ist das Haus, wo davor diese Vivian Roberts, hieß die Vivian Roberts? Keine Ahnung. Ermordet worden ist. Das hieß ja, die ist die Frau vom Bürgermeister und vor ihrem Haus. Also wird das wohl da oben gewesen sein. Das wird wohl der Tatort sein. Painscreak Community Hospital. Hier gibt es sogar ein verlassenes Krankenhaus. Es gibt eine Kirche. Ends Courtyard Inn and Suites. Was ist das? Ein Laden? Das ist ein Hotel. Ein Hotel? Ja. Yeah. Okay. Oliver's Photography. Das scheint ein Laden zu sein. Und Postal Service. Also diese dunklen Dinger, die muss ich mir auf jeden Fall alle anschauen. Aber ich glaube, hier und da gibt es auch so ein paar andere Sachen, die man sich angucken kann. Hier ist offenbar ein Farmers Market, irgendwie so ein Marktplatz. Ja. To Hunting Grounds. Hier unten ist dann wohl Wildnis und nach oben geht es dann weiter to Old Creek Town, Nachbarstadt. Na gut. Ja, C? Habe ich das jetzt fotografiert? Jetzt habe ich es fotografiert. Okay, gut. Ach nee, das hat sie mitgenommen, das war die Karte. Ach so, okay. Ja, ich habe jetzt Lampe und Karte, gut. Das hier wird jetzt interessant, glaube ich. Also das hier. Das ist hier Moon Café. Check out our selection of exquisite recipes to taste. Our lattes are known as the best in the county. Okay, county, nicht country, immerhin. Come and have a chat with our friendly baristas. Es ist toll. Come and have a chat. Also, man würde ja neben so einem Satz ein Foto erwarten, wo jemand einen freundlich anlächelt hinter seiner Kaffeetheke, aber der dreht einem den Rücken zu und nebendran steht, come and have a chat. Das ist irgendwie, also, Marketing müssen die noch lernen. Okay. Lunch and Dinner, 9,99. Special Offer. In partnership with Ends Courtyard Inn and Suites. Ach, das ist Hotel. Ja. If you show our baristas your receipt or room tag, you will receive a free... Achso, ich kann übrigens reinzoomen. a free cup of our signature moonlet. Was ist denn das? Ein? Ist das ein Kaffee? Oder was? Ja, ja. Okay. Missing. Oh, das ist... das steht vielleicht... Ich kann mal das Licht ausmachen, oder?
Fächertes L. Ah, okay. Ja, so ist besser. Missing Paints Creek Police Department. County of, was ist NL? Ich weiß es nicht. Also. Okay. Ja. Egal. Also, wird ein kleiner Junge vermisst. Joshua S. Taylor seit. Boah, der ist ja schon ewig. Moment mal. Der Mord an Vivian Roberts, oder wie die hieß, war 1995, glaube ich, hieß es. Ja. Jetzt haben wir im Spiel das Jahr 1999, das erklärt auch den Zustand der Kamera. So, Foto-Handys hatten die noch nicht. Und der ist dann schon zu dem Zeitpunkt schon 12 Jahre vermisst. Das ist ein uraltes Ding, was hier hängt. Aber vielleicht hat das ja irgendwie was damit zu tun. Also, DOB, Date of Birth? Ja. Ja, also Geburtstag, 75, 13, ja, 75 plus 13 ist 8, ja, das kann passen. Männlich, B-Racial, so sieht er jetzt zwar nicht aus, aber okay. Ja. Das sieht eigentlich sehr europäisch aus. Oder? Ja, ja. Black, Brown, okay. 5 irgendwas Feet und 40 Kilo. 40 Kilo! Ja, ja. Last seen on the playground. Okay, also auf dem Spielplatz letzt gesehen. Last seen for Pebble Lane across the river on the playground. He was wearing his favorite blue jacket. He has a scar below his left eye. Ja. Eine Narbe unterm linken Auge. Okay. So, ich dachte, das sollte ich mal irgendwie fotografieren. Meine Kamera ist dann. Ich kämpfe noch mit der Steuerung. Lass mich raten, steht das in Verbindung zu dem, was wir hier rausfinden müssen. Und das kann ich mir übrigens auch nochmal genauer angucken. Ja, das macht den Barista aber auch nicht freundlicher. Diese gelben Post-its hier sind egal. Das hier ist wieder interessant. Vivian Roberts, genau. Das ist das Mordopfer. Wegen der sind wir her, aber vielleicht finden wir auch was über den Kleinen raus. Vivian Roberts, successful businesswoman and wife of ex-mayor, found dead in front of her home. Third death to strike Payne's Creek in less than a year. Aha, jetzt geht's nämlich los. Das ist nicht der eine Mord, den wir aufklären müssen. Das ist der dritte, der innerhalb eines Jahres in diesem kleinen Kaff stattgefunden hat. Da ist irgendwas im Gange. Vivian Roberts, the wife of ex-mayor Charles Roberts, was found dead in front of her home at Maple Drive, okay. Payne's Creek. Drive heißt Straße oder was ist Drive? Ja, ist irgendwie eine Straße. Okay. Aha. At 7:15 a.m. Mary Martinez, a maid. Hausangestellte, oder? Oder Maid, Putzfrau. Ah. Currently working at the mansion, was retrieving the papers when she saw Vivian's body. She immediately called 911. 911 ist also die Krankenwagen. Für Notfall. Ja, Notfall. Okay. The Spanish Week Sheriff James Howard arrived shortly and the victim was pronounced dead. Also wurde tot wurde festgestellt. The time of death was estimated to be between 11 p.m. last night and 1 a.m. this morning. Also die lag da, also der Tod irgendwann zwischen 11 Uhr abends und 1 Uhr morgens wurde sie da ermordet. Wie, ist aber noch nicht gesagt worden. Und gefunden wurde sie am Morgen, als die Putzfrau kam, mit irgendwelchen Altpapieren. Also die lag da also 6 Stunden rum, mindestens. So, hier. The body is currently at the coroner's office. Was ist Coroner? Was ist das? So die Person, die Autopsie, was? Autopsie, also Gerichtsmedizin. Ja, also diese Person, die das macht. Okay, also das ist der, wie nennt man das? So, das ist im Prinzip ein Arzt. Waiting for an autopsy, ja. Yeah. The people of Payne's Creek have started grieving for her. Trauern, oder? Ja. Candles and flowers were being placed at the gates in front of her home, where she was found. Vivian was indeed a person whom many respected and adored.
Her success in business, her loyalty to her family and her love to the people of Payne's Creek are unsurpassed. She will be missed. Also hier steht drin, das ist glaube ich ein Zeitungsartikel, ja. Vivian wurde sehr respektiert und geliebt, bewundert. Ihr geschäftlicher Erfolg und ihre Loyalität, ihr Familiensinn, sagen wir mal, und ihre Liebe zu den Menschen von Payne's Creek, wo sie ja auch lebte, werden nicht unsurpassed, also unübertroffen, ja. Mhm. Und sie wird vermisst werden. Also erstmal hat sie keine Feinde gehabt, so wie es hier drin steht. So, Foto. Klack. Jawohl. Continue Page Sticks haben wir nicht. Weg. Ah, jetzt habe ich was hinten unten. Das ist interessant. Das habe ich in ihr. Ach, das schreibt er dann, das macht er, oder macht sie in ihr Tagebuch. Okay. Also ich, guck mal, also ich habe hier ein Tagebuch. Das ist noch nicht aktiv. Zeitungsartikel werden hier offenbar einsortiert. Andere Dokumente und andere Dinge. Vielleicht Fotos oder so. Keine Ahnung. Also ich muss gewisse Dinge nicht fotografieren, aber es kann ja auch nicht schaden, das zu tun. So, liebe Quirlinge, ja, das ist mein erstes Let's Play Together hier. Das ist ein bisschen ungewohnt. Für euch vielleicht auch. Und das Spiel ist auch jetzt nicht so, dass es einem an die Hand nimmt. Es nimmt einen gar nicht an die Hand. Deswegen geht es ein bisschen langsam voran. Das seid ihr aber gar nicht anders gewöhnt. Ich gucke mal auf die Uhr. So, für die erste Folge sollte es das mal gewesen sein. Und ja, wie geht's weiter? Ich schaue mich dann weiter um hier. Nein, wir, muss ich sagen. Wir schauen uns weiter um. Hier in diesem Sheriff's Office. Natürlich, wenn wir was übersehen, sagt uns Bescheid. Zum Beispiel hier liegt Klebeband. Das ist ganz wichtig. Ja, in Alex wäre Klebeband aufzunehmen. Hier aber nicht. Na gut. Ja, weiter mit Steckdosen, Mikrowellen, Igitt und ungequemen Holzstühlen auf einem hässlichen Teppich. Geht's dann am nächsten Teil. Bis dahin!